Wolfgang, schön, dass du für das kurze Interview Zeit hattest. Ich wollte gerne mit dir über deine Session sprechen, die du eingetragen hast fürs Corporate Learning Practice Camp. Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, worum geht's eigentlich? Was ist die Idee deiner Session? In der Session geht es darum, dass ich ein Tool ausprobieren möchte. Ich habe eine Simulation gebaut, in der es darum geht, dass Leute Systeme visualisieren können, also Modelle bauen von einem System, in dem sie drin sind, um dann so ein Shared Visual Mental Model sozusagen herzustellen. Und das würde ich gerne ausprobieren an dem Use Case Selbstorganisation organisieren. Okay, das heißt, da wird es später auch eingesetzt, wenn du es umsetzen willst in der Praxis, dann geht es um Selbstorganisation von Teams. Für diesen Anwendungsfall ja. Das Tool selber kann man eigentlich an allen möglichen Orten einsetzen. Also ich arbeite jetzt im Zusammenhang mit einem Modul an der Hochschule zum Thema Leadership und Sustainability. Das ist eine andere Fragestellung, aber was ich einfach merke, ist, ganz viele Teams wollen selbstorganisiert arbeiten und schaffen das nicht. Und das Verständnis von Selbstorganisation ist, ich sag's mal, im besten Falle diffus. Und die Idee wäre, dort quasi ein Verständnis zu bauen, was denn das sein könnte, und das eben auch mit einem Artefakt im konkreten selbstorganisierten Arbeiten nachher zu unterstützen. Toll, klingt spannend, klingt Also sehr gut. institutionalisierte Reflexion, aber jetzt mal schon in der Methode drin. Genau. Wir wollen ja nicht zu viel verraten. Wie ist denn deine zeitliche Abfolge geplant? Wie lange planst du für die Session? Was würdest du sagen, wie viele Teilnehmer sollten da maximal oder minimal dabei sein? Es gibt eigentlich wahrscheinlich gar keine Untergrenze. Was ich schwierig finde oder was möglicherweise eine Challenge wird, ist, dass diese Arbeit dann Sinn macht, wenn man irgendwie ein gemeinsames Projekt hat, für das man sich selbst organisieren will, weil, also da werde ich wahrscheinlich noch so eine Übungsaufgabe, also ein Szenario bauen. Stellt euch vor, ihr wollt, dass man einen gemeinsamen Bezug hat, weil man da eben Interessen verhandelt, Werte verhandelt und so weiter. Von daher ist das eigentlich keine Unter- und auch keine Obergrenze. Und von der Zeitdauer her denke ich, dass das 30 bis 40 Minuten dauern wird, die Okay. eigentlich, um dann noch, wir haben eine Stunde Zeit ja immer, um dann noch zu reflektieren, wie die Übung, wie die Aufgabenstellung war. Ich werde erzählen, was ich mir gedacht habe, dann zu beobachten, was passiert ist. Also, dass da auch die Reflexion in meinem Learning noch mit eingebaut ist. Spannend. Klingt total komplex und ich war gerade überrascht, als du sagtest 30 bis 40 Minuten. Also toll, klingt echt gut. Sag, was haben die Teilnehmenden davon, wenn sie aus deiner Session rausgehen? Was würdest du sagen, was können sie mitnehmen? Ich denke, es sind verschiedene Vorteile oder Takeaways, die man haben kann. Auf der einen Seite reflektiert man mal die eigenen Präferenzen, wenn es ums Arbeiten geht. Das ist sicher nicht schlecht, wobei ich davon ausgehe, dass wir wahrscheinlich lauter Profis an der Veranstaltung haben. Es ist aber auch durchaus möglicherweise ein Takeaway, dass wer mit selbstorganisierten Projekten oder Teams arbeitet, dort auch nochmal die Gelegenheit hat, ja, über das nachzudenken, wie denn selbstorganisiertes Arbeiten funktionieren könnte. In der Methode steckt ein Framework, ein Modell drin, was sagt, über welche Themen man sich verständigen müsste. Und von daher ist das vielleicht auch für den einen oder anderen, der in diesem Kontext arbeitet, sicher ein allenfalls wertvolles Takeaway. Und vielleicht drittens, die Methode selber ist als Open Source gedacht. Also wer die Methode und das Tool cool findet, lernt das kennen und kann dann vielleicht auch auf eigene Anwendungsfelder zurückgreifen und das dort anwenden. Super, vielen Dank. Dankeschön. Danke für diese kurze Erklärung deiner Session. Ich freue mich drauf. Wunderbar, danke dir für die Fragen.